Hallo, liebe Freunde des gepflegten Schiffeversenkens. Ich begrüße euch zurück zu World of Warships. Wir sitzen wieder in der Kuma, dem Tier 4 Kreuzer der Japaner. Ich habe sie jetzt entstockt. Das heißt auch, dass die Artillerie, also meine Hauptgeschütze, eine höhere Reichweite haben, also 10% nochmal mehr. Und ja, alles im Allen können wir doch jetzt mal versuchen, hier ein bisschen was zu reißen und nicht gleich irgendwie als Erster zu sterben. Wir sind in einem Tier 5 Gefecht. Irgendwie lande ich immer in Tier 5 Battles. Ich bin mit Vierern irgendwie nie Top-Tier. Wir haben zwei Kongos, eine Omaha, und der Gegner hat auch zwei Kongos und eine Omaha. Achso, und noch eine Independence. Dafür haben wir nur zwei Langleys. Und die haben auch noch eine Minikaze. Oder Minikaze, wie auch immer das ausgesprochen wird. Naja, gut. Unsere Kongos fahren jetzt in die andere Richtung. Das finde ich natürlich irgendwie nicht so cool. Dafür kommt eine Yubari mit. Und da vorne ist eine Phoenix und eine Iso. Die Isokase. Die auch, haben wir auch eine? Ach, wir haben eine Isokase und der Gegner hat eine Minikase. Naja, gut. Wir machen das Beste draus. Und gucken einfach mal, was hier so abgeht. Was ich ja cool finde, dass man hinten sogar... Ist es bei dem auch so? Sind das Wasser... Nee, bei der hat keine Wasserbomben. Oder doch? Sind das da Wasserbomben? Ich glaube, das sind Wasserbomben. Also bei anderen sieht man es ein bisschen deutlicher. Das finde ich ja schon ziemlich cool. Leider wird es wohl keine U-Boote geben, sondern die sind wirklich nur zur... Ich sag mal, Verzierung da, beziehungsweise halt, weil natürlich Kreuzer und Zerstörer dieser Zeit Wasserbomben hatten. Weil es halt auch U-Boote gab, auch wenn die jetzt hier im Spiel nicht mit implementiert sind. Und da kommt ein gegnerischer Jäger. Auf jeden Fall haben wir den Flugzeugsupport auf unserer Seite. Ah, leider keine hohe Reichweite, kommen wir nicht ran. Ja, der Gegner schießt auch zu kurz. Deutlich zu weit weg. 17 Kilometer haben wir keine Chance. Ich setze die Türme da mal auf fest, dass sie nach links zeigen, dort wo höchstwahrscheinlich der Gegner irgendwo aufploppen wird. Oh ja, und da hinten fahren zwei Schlachtschiffe lang. Vor denen müssen wir uns in Acht nehmen. Aber wir haben natürlich auch noch die Torpedobombe auf unserer Seite hier, das ist ja schon mal gut. Allerdings zwei Schlachtschiffe, da sind wir hier ein bisschen schwach auf der Brust. Unsere Schlachtschiffe sind auf die andere Seite gefahren. Und müssen sich dort jetzt mit Zerstörern anfreunden. Naja, mal sehen, was das hier so für Spaß wird noch. Ich orientiere mich mal in die Mitte und versuche auf die Tatsuta da zu kommen. Die scheint alleine zu sein. Da geben wir mal ein bisschen Stoff, um den Berg hier drum rum zu kommen. Alle anderen drehen auch schon ab, weil sie keine Lust haben, sich mit den Kriegsschiffen anzulegen. Und ich könnte ja mal versuchen, hier ein paar Torpedos zu schmeißen. Okay, Torpedobomber. Okay, meine Torpedos gehen völlig am Ziel vorbei. Und ich habe natürlich völlig vergessen, ich honk. Völliger Superfail. Dass wir ja
die Türme festgemacht hatten. Das passiert mir jetzt schon ein paar Mal, dass ich es vergesse, wieder die Türme freizugeben. Das ist nicht nur ärgerlich, das ist total bescheuert. Und das verhindert auch einfach ein brauchbares Spiel. Ja, und auf Gegner kommen wir natürlich dadurch nicht. Gut. Was haben wir denn hier so, kleiner Freund? Was kommt da vorne? Oh, 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 da kommt ja einiges. Wir drehen ja mal nach rechts und versuchen mal da in die Richtung Torpedos zu werfen. Oh, die haben böse getroffen. Wir schießen zu kurz. Schießen den Gegner im Brand. Das ist ja schon mal gut. Okay, wir brennen und haben jetzt hier ein ernsthaftes Problem. Halt. Ah, vielleicht kriegen wir da noch ein paar Torpedos drauf. Auf jeden Fall sterben wir jetzt hier wunderbar. Okay, da sind wir weg. Ich sehe leider nicht, was unsere Torpedos machen. Oh, oh, die treffen, die treffen, die treffen. Jawohl, ja. Ja, nice. Immerhin haben wir noch einen Torpedotreffer mitgenommen. Auch wenn wir hier wieder glorreich verlieren. Es läuft nicht so richtig rund. Aber das habt ihr in den vergangenen Videos schon gesehen. Ich bin jetzt echt kein glorreicher Spieler. Ich habe auch keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht bin ich auch einfach für das Tier nicht geschaffen. Aber ich habe ja noch ein paar Optionen. Ich habe Zerstörer noch gar nicht gespielt. Und ich habe auch die amerikanische Reihe noch gar nicht gespielt. So, jetzt haben wir natürlich noch einen Kill geholt. Der Gegner hat durch unseren Torpedotreffer einen Wassereinbruch gehabt und wir haben ihn dann noch rausgenommen. Sehr schön, immerhin. Besser als gar nichts. Und dann sehen wir mal zu, was jetzt vielleicht unser Träger hier noch machen kann. Er brennt nicht, das ist ja schon mal gut. Und er hat einige Torpedostaffeln in der Luft, um sich hier gegen den gegnerischen Zerstörer zur Wehr zu setzen. Aber er geht jetzt erstmal auf die gegnerische Phoenix, so wie es aussieht, oder? Nein, er scheint... Also er kann sich aber nicht richtig entscheiden. Doch, jetzt geht er Richtung Phoenix. Oh, die hat aber böse Flak. Da muss er aufpassen. Hat er jetzt Torpedos gesetzt? Ich habe es gar nicht gesehen. Leider brennt er jetzt. Er kann also seine Flugzeuge nicht zurückholen. Ja, dort hat er Torpedos gesetzt. Aber dadurch, dass er brennt, können die Flugzeuge nicht landen. Und die Phoenix, ja, wird getroffen. Wird getroffen und geht auch noch raus. Sehr schön.
Am anderen Ende haben wir hier eine fast volle Kongo, die irgendwie sie schießt. Aber wird auch von links von einem Zerstörer behakt und muss da jetzt abdrehen, weil sie da Gefahr natürlich läuft, von ihm mit Torpedos angegriffen zu werden. Aber wirklich abhauen geht natürlich nicht. Die Zerstörer sind viel zu schnell. Da kommen auch schon die Torpedos. Aber er hat Glück. Er kann ausweichen. Obwohl das letzte... das wird knapp. Nee, geht vorbei. Geht vorbei. Hat die Kongo eigentlich... Flak? Ja, sie hat wieder Flak. Die Miyogi, der Vorgänger, hat nämlich keine Flak und das ist echt nervig. Da bist du Flugzeugen einfach völlig hilflos ausgeliefert. Und ich habe auch das Gefühl, die Gegner wissen das. Okay, der Zerstörer da vorne ist jetzt zugegangen, obwohl die Kongo eigentlich in Sichtweite ist und er auch keinen Nebel gesetzt hat. Komisch. Links ist auch noch, ohne muss er aufpassen, das ist der andere Zerstörer, der ihm vorhin die Torpedos auf den Hals gejagt hat. Da ist der andere wieder. Er geht aber jetzt erstmal zielgerichtet Richtung Träger. Und die Omaha geht auf die Längle, auf den linken Träger und er geht auf die Independence. Ah, er passt jetzt ja auch nicht auf, aber er kriegt Unterstützung von der anderen Kongo. Jetzt ist die Frage, hat der Zerstörer Torpedos abgesetzt? Mit ziemlicher Sicherheit. Er wäre dämlich, wenn er es nicht getan hätte. Er nebelt sich jetzt ein, wird aber trotzdem noch getroffen. Und damit ist ein Träger raus. Ganz fies. Ganz fies. Aber die beiden Träger. Ne, ein Träger ist raus. Der andere. Wo ist der andere Träger? Es waren doch gerade noch zwei Träger hier. Jetzt geht es hier straight auf den Zerstörer, der auch gut frisst. Ah, die Omaha trifft nicht. Die könnte ihn so einfach rausnehmen. Aber er muss jetzt aufpassen vor den Torpedos hier. Ui, ui, ui. Jetzt einlenken, 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 einlenken. Nein, nein, einlenken. Du fährst doch wieder in die Fächer rein. Oh Gott. Scheinbar achtet er gerade überhaupt nicht drauf. Ja, okay, sie stirbt jetzt auch. Wie geht das denn? Die Torpedos haben nicht so eine hohe Reichweite. Oh Gott, hat der ein Schwein. Und er nimmt den Zerstörer raus. Krasse Möhre. Sie erwehrt sich hier auch ganz gut den gegnerischen Flugzeugen, die jetzt auch nicht mehr viel machen können. Es sind bloß noch Jäger auf dem Feld. Trotzdem, der Gegner cappt. Und wenn wir jetzt nicht gleich gegencappen, dann geht das auf jeden Fall verloren. Da springe ich mal rüber. Nee, das auch nicht. Das bin ich, mein Todesort. Und jetzt gucken wir mal unserem Träger zu. Nee, der sich jetzt irgendwie versucht,
gegen den Zerstörer zu erwehren. Das Problem ist einfach nur, wenn du keine Bomber hast, dann bist du eigentlich gegen... da kommt Torpedos. Da bist du echt gearscht, weil... dreht er ab. Ja, er dreht. Mit Torpedos gegen den Zerstörer hast du eigentlich keine Chance. Das Ding ist so extrem wendig. No chance. Und er kann sich jetzt ja gerade noch gegen die Torpedos erwehren, aber der Zerstörer wird gleich nachgeladen haben und in die nächste Salve Torpedos auf den Hals jagen. Und der Gegner hat auch gleich durchgekämpft. Krass, der Träger scheint doch Sekundärbewaffnung zu haben, weil der frisst hier immer wieder. Aber jetzt kriegt er eine volle Breitseite Torpedos in den Latz geknallt, oder? Ja. Autsch, sage ich dazu nur. Autsch. So, gucken wir mal, was die Kongo macht. Kongo gegen Kongo? Kongo gegen Kongo. Mal sehen, wer da als Gewinner rausgeht. Nein, es gibt keinen Gewinner. Der Gegner hat durchgekappt. Leider verlorenes Gefecht. Und wir sehen mal, was wir so passen. Wir waren gar nicht so schlecht. Also wir haben 68.000 Credits bekommen. 1136 Erfahrungspunkte. 22 Mal getroffen. Einmal Torpedotreffer. Einmal kritisch. Ein versenkt. Zweimal Brand. Und einmal Wassereinbruch verursacht. War ja jetzt eigentlich okay. Also dieses Torpedos ist echt übel. Wir haben mit einem Torpedotreffer 10.000 Schaden gemacht. Und mit normalen Treffern gerade mal 7.600. Ja, sorry, aber ich finde Torpedos ein bisschen overpowered, muss ich echt zugeben. Erfahrungspunkte technisch sind wir gerade so im oberen Drittel, das ist okay. Auch wenn wir verloren haben, bin ich mit meiner Leistung jetzt nicht so unzufrieden. Auch wenn wir relativ früh aus dem Gefecht raus waren, haben wir doch einiges... wir haben ein bisschen was gemacht, sagen wir es mal so. Ich fühle mich auf jeden Fall nicht so schlecht wie bei meinen vorhergehenden Gefechten, deswegen ist es okay. Trotzdem, ich wiederhole mich gerne, bitte gebt mir Tipps, schreibt sie mir in die Kommentare. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und wir sehen uns wieder zu einem der nächsten Gefechte auf dem Wasser oder im Panzer. Macht's gut, ciao, euer O'Hare.